Beefereien hattest mit gewissen Leuten und bist da voll mit reingegangen und so weiter und so fort. Von meiner Seite aus gab es nie Beef oder ich habe nie irgendjemanden versucht, schlecht darzustellen oder nur ansatzweise irgendwas zu sagen, was jemand anderen schaden kann, so. Ich weiß, du willst den Namen bestimmt nicht hören, Hau rein. aber da gab es Reibereien mit Herrn California. Was glaubst du denn, was diese Leute so gegen dich haben? Aber nichtsdestotrotz, ich bin so ein Typ, ich kann mir den dann geben, so reinziehen, mir den angucken und sagen, aber das macht er gut. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Digga, bei mir. Oder ist da alles erstmal glatt gebügelt? Guck mal, von meiner Seite ist so. Ich habe von alleine oder von selber, von mir aus nie irgendeinen Stress mit irgendjemandem angefangen oder Bock gehabt, auch mit irgendjemandem Beef zu machen oder so, weißt du? Ich habe wirklich auch Dinge erlebt in der Szene, so. Ich könnte auch so ein Typ sein, der sich jetzt hinsetzt und so Videos macht, wo der andere Leute exposed und so ein Scheiß, weißt du, was ich meine? Und sagt so, ey, der hat das zu mir gesagt, der hat über den so geredet, der hat das, dies und so. Das würde richtig Welle schieben, weil ich habe wirklich da Sachen erlebt, so die. Weiß ich ganz genau, die Leute krass interessieren würden und die würden dann 1000 Videos darüber machen, die ganzen Hip-Hop-Portale, Outlets und so. Aber ich war nie der Typ, der das gerne macht auch, weißt du? Von meiner Seite aus gab es nie Beef oder ich habe nie irgendjemanden versucht, schlecht darzustellen oder nur ansatzweise irgendwas zu sagen, was jemand anderen schaden kann, so. Das ist von der anderen Seite gekommen und ich habe dann natürlich mal hier und da mich auch dazu geäußert, aber auch für mich persönlich gemerkt, dass es das nicht mein Ding ist. Das merkt man auch an den Videos, so, dass ich halt einfach nicht dafür gemacht bin, auch jetzt dann auch Sachen rauszusuchen und jemanden schlecht zu reden, damit die Leute mir dann am Ende des Tages glauben und so. Das ist alles voll unnötig, finde ich, weißt du? Mittlerweile bin ich so, dass ich sage, ey, wenn ihr wirklich ein Problem mit mir habt oder mich nicht mögt, aufgrund von irgendwelchen Aussagen, die ich getätigt habe und so, ist alles schön und gut. Ich will nur, dass die Leute wissen, dass es nie von mir auskommt, weißt du? Dass es nie von meiner Seite aus angefangen hat und dass ich nicht der Typ bin, der sowas auch supportet und sich auf dieses Niveau auch begeben möchte, beziehungsweise einfach diese Vibes und diese Energie in mich reinlassen will, Digi. Weißt du, was ich meine? So? Ich will das einfach. Es ist einfach nicht mein Charakter, Bro. Es gehört nicht zu mir dazu, Bruder. So. Weil viele schreiben hier im Chat, ich weiß, du willst den Namen bestimmt nicht hören, Hau rein. aber da gab es Reibereien und ich habe es nur am Rande mitbekommen. Zum Beispiel die Reibereien mit Herrn California. Ja. Was ist da gerade? Also ist da aktuell irgendwas oder habt ihr euch vertragen im Hintergrund? Habt ihr euch geschrieben und gesagt, ey Digga, komm, scheiß mal drauf. Nein. Was wir da machen, ist nicht cool. Oder ist das einfach so geblieben? Erstmal. Ist einfach so geblieben. Ist einfach so Oder geblieben, ein Bro. Herrn Cynic. Ich lese in meinem Chat sehr oft Cynic und California. Sind halt Hat Jungs, sich da irgendwas geklärt? es gibt da für mich auch, Bro, das Ding ist so, wenn wir uns jetzt streiten würden, ne, und wir irgendwas miteinander hätten, so, dann wäre für mich halt auch wirklich so, da gäbe es dann was, so, weil ich kenne dich schon ein bisschen länger, ich verfolge dich, wir haben uns ein paar Mal persönlich gesehen, wir haben uns in die Augen geguckt, so, ich kenne dich ein bisschen als Mensch und so, dann hätte ich das Bedürfnis, es irgendwie mit dir zu klären auch so. Ne, aber Leute aus dem Internet, die einfach halt sich irgendwelche Leute raussuchen und dann gegen die schießen und irgendwelche Videos machen. Und ich habe keine persönliche Verbindung zu diesen Menschen. Weißt du, was ich meine? So, ich kenne die nicht, Bruder. Ich weiß nicht, was die denken. Ich habe noch nie mit denen geredet, noch nie in die Augen geguckt und so. Ich habe keine Basis, auf die ich irgendwie. Weißt du, was ich meine? Da ist für mich, ich habe nie Hass gegenüber irgendwen gespürt oder so ein Scheiß, Bruder. Und mir gesagt so, oh ja, Digga, der ist ein Wichser. Ich muss den irgendwie. Nein, Bro, das kam nicht von mir, Was Bruder. glaubst du denn, also was glaubst du denn, was diese Leute so gegen dich haben? Also was könnten die denn gegen dich haben, dass sie so, sage ich mal, permanent auf den Schuh drücken bei dir? Ich Was, denke mal, was, das auch, hat was? auch viel mit meiner Art und Weise und so zu tun, weißt du? Dieses so, ich bin ja so ein bisschen mehr oder weniger das Gegenteil, weißt du? Ich bin ein Dude, der aus dem Real Life kommt, so, der im echten Leben stattfindet, der da auch seine Bestätigung und seine Aufmerksamkeit sucht und nicht so krass im Internet, natürlich auch im Internet, aber. Das ist für mich nicht alles so, weißt du? Und ich glaube, dass wir einfach vom Mensch her unterschiedliche Menschen sind, so. Und dass die einfach das nicht feiern, wie ich bin, so. Und dann sich sagen, ey, wir feiern den nicht so. Lass uns mal ein bisschen auf dem rumhacken, so. Weißt du? Ich Meinst du glaube. nicht, so ein kleiner Austausch würde vielleicht der Sache so gut tun? Sodass du zum Beispiel mal mit einem Kalifornier sagst, ey, komm, wir haben in der Öffentlichkeit ein bisschen rumgezankt. Vielleicht besteht Interesse, dass man das auch nicht nur zwischen euch, sondern auch für die Communities gegeneinander vielleicht einfach mal so das Kriegsbeil zur Seite legt oder so.
dass man sagt, ey, komm, scheiß drauf, du machst dein Ding, ich hab nichts gegen dich. Dann sagt er auch vielleicht, ey, ich hab auch nichts gegen dich, sorry, und weg. Ich glaube, das tut auch einfach gut, wenn man Frieden schließt. Weil Frieden schließen ist immer eine tolle Sache. So, ich möchte jetzt hier nicht den Friedenrichter spielen, aber ich kenne Marvin auch schon ein bisschen, so weißt du, schon eine Zeit lang. Er ist, so wie ich ihn kenne, versucht er immer so neutral und so korrekt wie möglich zu sein, sofern es ihm möglich ist. Und er ist ja kein hasserfüllter, böser Typ, so, der Leute niedermachen will, so weißt du. Er hat auch seine eigene Art, die man vielleicht mag oder nicht mag. Du hast deine, ich hab meine, der hat seine. Aber ich finde halt... Ey, wie gesagt, ich habe auch nie irgendwie was Negatives über den Typen gespielt. Also, weißt du, was ich meine? So, das war für mich auch so, als ich den damals auf den Schirm bekommen habe, natürlich habe ich mir den reingezogen und habe gemerkt, so, okay, der ist nicht wie ich. So, ne? Ich kann nicht so krass mit ihm resonieren und so. Der ist jetzt nicht auf meiner Wave, sag ich mal. Ich sag's mal in meiner Sprache. Der ist jetzt nicht auf meiner Wave unterwegs, so. Aber ja, ich nicht, so, dass er besser oder schlechter ist, sondern einfach nur... Nein, einfach nicht auf meiner Wave, so. Ist nicht auf der gleichen Wave. Aber nichtsdestotrotz, ich bin so ein Typ, ich kann mir den dann geben, so reinziehen, mir den angucken und sagen, aber das macht er gut. Weißt du? Das macht er gut. So bin ich halt. Und so habe ich auch Marvin zum Beispiel, wo der in die Szene reingekommen ist, gesehen, so. Ja, der ist jetzt nicht auf meiner Wave, der vertritt nicht die Sachen, die ich vertrete, so. Ist ein bisschen anderer Dude, so. Aber das macht er gut, mit diesen Album-Reviews und so, kann man sich geben, macht er gut. Weißt du, was ich meine, so? Kann ich abhaken und ihn sein Ding machen lassen, so? Ich muss doch nicht dann gegen ihn schießen, so. Und diese Akzeptanz habe ich halt von denen nicht bekommen, glaube ich, weißt du? Die haben sich von mir angegriffen gefühlt, so. Die haben sich gedacht, oh, der Typ, der ist so extrovertiert, der stellt sich dahin, fragt Frauen, ob die auf Muskeln stehen, macht sein Ding da in der Shisha-Bar, sitzt da, sagt, fühle ich, feiere ich und so. Schiebt diesen Film so ein bisschen so auf eine ganz andere Art und Weise, wie die es machen würden, und fühlen sich dann davon angegriffen, obwohl ich die niemals angegriffen habe, so, weißt du? Ich habe niemals über die schlecht geredet oder so. Es gab keinen Grund, warum man anfangen muss, gegen jemanden zu schießen. Und ich sag dir ehrlich, Bro, der hat ja dann auch auf Videos von mir reagiert, die nichts mit ihm zu tun haben, die nichts mit der Szene zu tun haben, einfach nur darauf reagiert, um was zu finden, um mich irgendwie als lächerlich darzustellen, als dumm darzustellen, als so und so darzustellen. Bro, das ist schön und gut, vielleicht bin ich in deren Welt auch ein dummer Typ, weißt du? Vielleicht bin ich ja, in Bruder, deren du Welt. Du darfst aber eine Sache nicht vergessen, ein, ne? Oberflächlicher. Warte, lass mich zu Ende Reaction. Reden. Das sind Reaction-Streamer. Das heißt, die können nur, sorry, du kannst nicht weiterreden. Das sind Leute, die immer nur Videos anschauen. Das heißt, die haben keinen richtig eigenen Content. In dem Sinne, weißt du, wie ich meine? Yeah. Die können ja nur Sachen nehmen, worauf sie reagieren. Das ist sollen ja sollen die machen und das ist auch, wie gesagt, was ich schon sagen wollte, ist auch cool so. Vielleicht bin ich für die auch einfach ein dummer Typ so. Ein dummer Vogel, der... Content. Nicht, vielleicht warst du einfach Content nur. Der nicht... Ja, vielleicht war ich einfach Content. Dann bin ich auch einfach nur Content, Bruder. Ist auch ja, cool. Dann mach Content, Bruder, weißt du, was ich meine? Du hast einfach Content. Digga, das Ding ist, ja, ich hab... Ist doch nicht schlimm. Ist auch nicht... Natürlich hat man sich hier und da, fühlt man sich dann persönlich auch angegriffen, weißt du, was ich meine? Wenn dann so Dinge rauskommen und dann Videos gemacht werden, wo dann über Freundschaften von dir geredet werden oder wo du hingestellt wirst in der Ecke, in der du dich persönlich nicht siehst und so, weißt du? Und das beeinflusst natürlich auch eine riesen Community, die dann zu mir rüberkommt und mich beleidigt und diese ganze Scheiße immer bei mir in den Chat reinschreibt und so. Alles schön und gut, Bruder, weißt du? Da kommt halt viel mit dazu. Und wenn du denkst, dass es richtig ist und wenn du denkst, dass es der richtige Weg ist und so mit Menschen umzugehen, so, dann ist es deine Wave, das ist dein Weg, so, dann ist das cool, Bruder. Mhm. Ich habe da nichts gegen mehr. Ich habe versucht, da irgendwie gegen zu kämpfen. Ich habe das nicht ausprobiert und wollte gucken, wie das so ist, wenn man so eine Art von Content bringt. Nein, ich glaube, das ist was Persönliches, Bro. Ich glaube, der hat sich mich angeguckt und hat eine Antipathie mir gegenüber gehabt, so, und hat versucht halt dann so zu, dann so alles zu nutzen und alles zu finden, was irgendwie gegen mich spricht, um das seiner Community auch mitzugeben. Und wie gesagt, Bro, ich will das gar nicht so, dass ich jetzt sage, dass es... Ich wollte das nur anschneiden, oberflächlich, weil es dass das groß schlimm ist, dass es groß schlimm ist, so, weißt du, was ich meine? Es ist einfach... Ach, Bruder, der hat auch schon negativ auf meine Sachen reagiert oder manchmal positiv. Das ist alles gut, soll ja jeder machen, ist ja alle öffentlich, ne? So. Kann jeder sich angucken, wie er will. Jeder hat seine Meinung, solange er niemanden wirklich hart beleidigt oder so. Mhm. Apropos Content, Bro. Ich frage mich gerade, was ist momentan so dein Hauptcontent? Bro, du springst voll von Punkt zu Punkt, Digga, ist krass. Ja, so, wir können auch die ganze Zeit auf einem Punkt bleiben, aber ich versuche das auch für die Zuschauer so ein bisschen unterhaltsam zu machen, dass wir nicht die ganze Zeit bei einem Thema bleiben. Aber was ist jetzt gerade dein Content so?
Ich wollte noch was sagen, Digga, warte mal kurz. Ja, wie gesagt, Jetzt habe ich dich rausgebracht. für mich ist es aktuell so, dass ich einfach mich mit sowas gar nicht mehr beschäftige, so mit irgendwelchen Reaction-Videos auf mich oder irgendwelchen Leuten, die mich irgendwie. Ich versuche einfach ich zu sein. Ich versuche einfach in der Öffentlichkeit so zu sein, wie ich bin. Das nach außen zu tragen, was ich als Message fühle, so. Den Leuten das mitzugeben, wo ich denke, das ist richtig so. Versuche ein gutes Beispiel zu sein Okay. irgendwo. Ich bin auch nicht perfekt. Ich mache auch Scheiße. Ich mache auch Sachen, die man vielleicht nicht machen Also bist sollte, du dein so. eigener Content momentan so? Du machst das, was du machst, selber zum Content so mäßig. Ja, safe. Mein Content ist eigentlich schon immer die Reise, die ich mache, so. Das ist eine Reise, mehr oder weniger so. Ich mache eine Reise. Ich Eine habe schon Reise? immer. Ja, genau. Also, wie soll ich das erklären? So wie Joe Rogan Experience. Weißt du, es ist einfach. Meinst du so Weltreisen oder meinst du so Nein, in komplett als Mensch so, als Leon Lovelock, weißt du? Ich habe schon immer das gemacht, wo ich jetzt denke, okay, das ist das Nächste, was du jetzt machen möchtest. Da sagt dir dein Herz so, ey, probier mal das aus. Setz dich mal mit ein paar Künstlern hin, red mal mit denen. Du hast dir die früher reingezogen. Geil. Okay. Ist jetzt nicht mehr so, was mich gerade interessiert. Das interessiert dich eigentlich auch. Beschäftige dich mit Spiritualität. Du wolltest schon immer eigentlich zufrieden sein. Innere Zufriedenheit war immer so dein Hauptziel, so. Nimm die Leute mit auf die Reise, wie du dich weiterentwickelst als Mensch einfach so, weißt du? Ich war noch nie einer, der gesagt hat, ich muss jetzt eine gewisse Art von Content haben. Das hatte ich noch nie, Bro. Ich habe damals angefangen mit Fitness und habe im Fitnessbereich was gelernt und wollte das den Leuten mitgeben. Dann habe ich Bock gehabt, irgendwie Entertainment zu machen, weil ich auch gemerkt habe, dass ich auch teilweise ein witziger Dude bin. Bin dann auf die Straße gegangen und habe ein bisschen so Umfragen gemacht und so ein Shit, weißt du? Weil das geiles Entertainment hat mir Spaß gemacht. Geil, so mit Frauen reden, dies, das. Mädels war auch schon immer so ein bisschen mein Ding. Weißt Willst du das noch? So ein Content? du, was ich meine? So. Mein Ziel ist es, so ein Content wieder anzufangen, wenn ich international, wenn ich im Ausland bin. Also ich würde Nicht hier sowas in gerne. Deutschland oder was? Kann man mal hier und da wieder machen, wenn es irgendwie ein Thema gibt, wo ich sage, okay, da würde mich interessieren, was Leute auf der Laufen die Straße. manchmal weg vor dir und sagen, ey, nicht du? Jetzt auf Nein. Spaßbasis. Nein. Doch, manchmal ist halt so hier in Mannheim, die Mädels und so, die sagen, nein, ich will nicht auch verarscht werden und so. Manchmal durchschneidest du es so, dass man ein bisschen so und so rüberkommt, Aber auf jeden Fall würde ich hier in Deutschland, wenn ich ein Thema habe, zum Beispiel, was mich gerade interessiert, wo ich denke, so, okay, da würde mich die Meinung von der Straße interessieren, würde ich auf die Straße gehen und das fragen, so. Mittlerweile ziehe ich mir halt voll viel internationalen Content rein. Ich ziehe eigentlich nur noch englische Sachen rein, auch musikmäßig. Und deswegen würde ich halt gerne auch mal international ein paar Umfragen machen, so, weißt du? Einfach mal auf Englisch Stark. ein paar Leute befragen, so. Ja. Ich habe jetzt eine Frage an dich, die ist Hau jetzt raus. komplett was ein anderes Thema. Ja. Ich war letztens bei Sinanji im Stream, ne? Ich weiß nicht, ob du es vielleicht gesehen hast. Wir Ich haben habe so über den Titel ganz gesehen, verrückten irgendwas Scheiß geredet. Mondlandung und so war Ja, wieder ja. Thema, gell? Wir haben über die Mondlandung geredet und der Sinan ist der Meinung, dass bis heute, also nicht damals, sondern bis heute, dass kein Mensch je auf dem Mond gewesen ist. Krass. Und seit diesem Tag frage ich einfach jeden, den ich so kenne, wie er das sieht, was er denkt. Und ich muss dich das auch fragen. Bist du der Meinung, dass bis heute kein Mensch auf dem Mond gewesen ist?